Ja, willkommen zurück auf dem Jack Wolfskin Channel. Wir wollen euch heute zeigen, wie die Elektroinstallation in einem Van aussieht, die einzelnen Arbeitsschritte euch ein bisschen näher bringen, euch ein bisschen zeigen, wo man Kabel herverlegt, worauf zu achten ist bei der Kabelverlegung. Und natürlich muss immer dazu gesagt sein, von einem Fachmann ist die ganze Arbeit auszuführen, zumindest abzunehmen und anzuklemmen. Bevor ihr natürlich mit den Elektroarbeiten beginnt, solltet ihr euch Gedanken machen, welche Komponenten ihr überhaupt in eurem Fahrzeug benötigt. Dies ist davon abhängig, wie ihr Urlaub macht, was sind eure Zielgebiete. So, im letzten Video habt ihr ja gesehen, wie wir die Isolierung gemacht haben. Und da hatten wir auch schon ein bisschen Vorbereitung für die Innenverkleidung. Und jetzt geht es darum, unserem Elektriker das alles ein bisschen leichter zu machen für die Elektrik. Und dafür benutzen wir dieses, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt, ich nenne das einfach mal Durchzugsschlauch. Die legen wir jetzt überall dahin, wo wir wissen, da wollen wir Steckdosen haben, da wollen wir Lampen haben. Und ja, das sind wir jetzt am Vorbereiten für unseren Erik. Und dann nehmen wir euch jetzt einfach mal mit und werden ein bisschen weiterlegen. Shani, hast du echt gerade gefragt, warum ich die Beschriftung da drauf gemacht habe? Ja. Die ist für unseren Elektriker, damit er genau weiß, wo was hinkommt. So, und jetzt ziehen wir das hier durch. Natürlich unter der Befestigung für die Innenverkleidung. Und dafür nehmt ihr einfach handelsübliche Kabelbinder. Machen wir so. Und schon ist es fest und ihr habt kein Gebackel. Wir ziehen jetzt die Kabel für unsere Lampen und Steckdosen und Verbraucher wie sag ich mal Kühlschrank, Tauchpumpe und was haben wir noch? Wir haben noch einen Standheizer. Wir verwenden hier eine Gummischlauchleitung. Und wir sind ja hier im Fahrzeugbau und da haben wir mit dynamischen Belastungen hier zu rechnen. Die Kabel, die können ja auch bei irgendwo anliegen oder sowas. Die Gummischlauchleitung ist dahingegen ziemlich robust. Das ist auch eine flexible Leitung, sollte man eigentlich immer dann im Fahrzeug auch nehmen. Das ist nichts Massives. Und zusätzlich haben wir dann hier in den Wänden noch Leerrohr gelegt, damit wir da der Isolierung auch immer Genüge tun, damit das nicht in der Karosserie scheuert, das Ganze. Ja, eine Kabel einziehen, das macht am meisten Spaß. Also man sollte sich da tun, nicht so einen kleinen Cardiff-Blitz besorgen. Vielleicht auch irgendwo leihen. Der eine oder andere Bekannte hat schon was gemacht. Und dann geht das ein bisschen einfacher. Wir haben, ich muss mal zählen, 1, 2, 3 Deckenleuchten. Eine am Einstieg, hier vorne eine so über dem Kochfeld und hier eine nochmal in der Mitte, wo man nachher sitzt. Und dann sind hinten am Bett hinter dir, da sind nachher nochmal Wandlampen. Also hier haben wir jetzt das Kabel zwischen der Starterbatterie und hinten unseren Bordbatterien. Wir bauen hier im Fahrzeug extra Bordbatterien ein, weil wir haben ja Verbraucher wie Kühlschrank, Standheizung, die auch im Stand laufen sollen. Damit wir uns hier vorne die Starterbatterie nicht leer nudeln, haben wir da hinten extra Batterien im Aufbau. Die verbinden wir jetzt hier in dem Fall mit einem 25 Quadrat doppelisolierten Kabel. Kriegt man im Kfz-Zubehör, kann man sich sowas holen. Sollte man auf jeden Fall darauf achten, damit man nichts irgendwie einfach vom Elektriker holt. Die Kabel, die haben ein paar andere Eigenschaften, sind auch hochflexibel. Und wie bei allen Kabeln hier im Fahrzeug, auch darauf achten, die passende Absicherung immer wählen, ne, zum Querschnitt. Also generell zur Umluftstandheizung müsst ihr sagen, ihr müsst ja generell erstmal die richtige Größe auswählen. Ja, je nach Fahrzeuggröße gibt es verschiedene KW-Zahlen, 2, 3, 5 KW. Das ist immer von der Fahrzeuggröße, sag ich mal, von dem Volumen, was ihr erwärmen wollt, ist halt abhängig. Da gibt es sehr gute Berechnungstabellen, auch im Internet findet man dazu. Das ist relativ einfach zu rechnen. Nie ist eine Standheizung zu klein, aber auch nie zu groß zu wählen. Wenn ihr zum Beispiel eine zu große Standheizung wählt, habt ihr da Probleme, dass die nachher mit der Zeit, dadurch, dass die nur auf halber Leistung laufen, ordentlich verkoken oder sowas. Und dann macht die wieder Probleme, da wird man nicht glücklich mit. Dann bei der Umluftstandheizung ist darauf zu achten, Einbauposition. Wir bauen die jetzt im Innenraum ein. Ja, die sind auch für den Innenraum gedacht. Sollten die jetzt unterm Auto verbaut werden, ist da auf jeden Fall ein Spritzschutz erforderlich bei den Geräten. Es gibt auch welche fertig jetzt mit Spritzschutz. Also da ist der Markt gut besetzt. Also da gibt es relativ viel für. Und dann generell
ist, bevor ihr den Ausschnitt macht, der Unterboden zu prüfen. Wir müssen hier durch den Fahrzeugboden durchgehen. Da ist wirklich drauf zu achten, wo machen wir den Ausschnitt, ja, damit wir da keine irgendwelche Träger erwischen, Traversen, die wir keinesfalls wegschneiden sollten. Ja, ansonsten gibt es da den sogenannten TÜV-Prüfer, der da sein Veto einlegen würde bei der nächsten TÜV-Prüfung. So, das ist ja der sogenannte Fahrzeugunterboden. Ja, und hier machen wir gleich unseren Ausschnitt. Das haben wir uns jetzt schon fein säuberlich ausgemessen. Ja, man kann sich da auch im Vorfeld schon mal ein kleines Spion noch bohren, ne, von dem man ausmessen könnte. Und hier ist halt darauf zu achten, dass ihr nicht hier in diese Träger reinschneidet. Ja, die dürft ihr auf keinen Fall entfernen oder ansäbeln. Das gibt nachher Probleme. Also die Schnittflächen sollten auf jeden Fall wieder versiegelt werden, weil ihr habt jetzt hier das offene Blech stehen. Also wie eben erwähnt, müssen wir das Blech natürlich hier aufbringen, ja, in den Ausschnitt, den wir gemacht haben. Und das ist generell jetzt auch wieder hier dicht zu verarbeiten. Ja. Ihr habt natürlich, wenn ihr bei Regen fahrt oder sowas, habt ihr sonst Wasser im Fahrzeug nachher. Ja. Und deswegen ist das hier einzudichten. Ja. Dann müsst ihr einen gewählten Dichtstoff, könnt ihr aus dem Kfz-Zubehör auswählen, den dann hier verarbeiten. Ja. Und dann wirklich sehen, dass ihr das Blech hier wieder schön eindichtet zur Karosserie. Und dann ist das soweit in Ordnung. Ja, Standheizung fertig im Innenraum verbaut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In der nächsten Folge zeigen wir euch, wie wir das Solarpanel auf das Auto bauen und erzählen euch ein wenig zu unserer Batterietechnologie, zu unserem Ladegerät, wie auch zur Autarkie. Verpasse ab jetzt keine Folge mehr und abonniere uns hier. Und wenn ihr weitere Episoden sehen wollt, dann schaut hier vorbei.